Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3 Together mit Choro und dem perfekten Cut im letzten Part, denn ich darf mich jetzt hier im Schneekastel durchskillen oder failen. Was trifft auf mich wohl eher zu? Finden wir es raus. Mit Saves! Nein! Das geht nicht runter! Achso. Bist du gest? Ich hatte Angst! Ich hoffe, ich habe dein Tod nicht gesaved. Doch. Du musst nur nach links gehen, dann ist es ja wieder halb so viel. Aber nach links! Das geht nicht, ich muss jumpen. Nein, renn nach links und hüpf ein bisschen. Ich sagte hüpfen! Ja, aber dann springe ich doch gegen die Popelwand. Doch nicht hoch, du kannst doch nur kurz A drücken. Dann springe ich da rein. Oder spring mal drüber, also nicht drüber, aber einfach Choro, gegen Choro, Fall. Choro. Spring gegen drüber, spring einfach über diesen Ball. Nein. Nein! Siehst du, es ist möglich. Jetzt mach das, verdammt. Wir zählen diesen Fail mal nicht als Versuch. Also. Lern hüpfen! Okay. Früher! Und eins, und zwei, und drei, und vier! Safe. So, jetzt können wir das als First Try mal noch zählen lassen, weil jetzt ist der Fail weg. So, und jetzt habe ich Probleme. So, jetzt kannst du drüber. Naja. Du weißt, wann du überhüpfen musst. Nein, Myri! Ja, klar. Ich hab gesaved, du musst nach links. Weil du hüpfst gerade. Du geht weißt, nicht. Was ich gemeint hab. Es geht nicht, Joe, es geht nicht. Glaub Nein, drück die Sprungtaste und geh die ganze Zeit nach links. Sofort. Es geht nicht. Guck, es geht nicht. Nein, dann spring drüber. Ja, mach ich. Es ist machbar, ich seh's. Du hast meinen Tod gesaved. Nein. Wow. Safe. Nein, mein Pilz. Ich will ihn. Und jetzt? Drüber. Siehst du, Marco, ich hab deinen Tod nicht gesehen. Ja, ein Weltwunder ist geschehen. Als wohl. So. Na toll. Warte, in welche Richtung geht es? In die andere. Ja, toll. Links, du musst rennen. Oder versuchen. Oder einfach so nachkommen, bis er runtergeht. Dann kannst du drüber rennen. Also vorbei rennen. Ja, na toll. Rennen! Achtung, es wechselt dann die Richtung. Da, ah, Muriel. Na toll. Egal, Joel, ja klar. Der hat immer seine eigene Route, verdammt. Das macht das immer wieder. Er hört die auf, dann fängt er. Ja, natürlich. Da kommt dann nur so ein Beulen raus. Ja, siehst du? Schon die kleinste Beule tötet dich. Ey, du Verfluchter. Nein, Marco, keine Beleidigung. Ach, du Muriel. Jetzt leck! Jetzt hab ich deinen Tod gesaved! Laber mich. Ich hab's gesaved! Du Wichser! Der Tod-Save kehrt zurück. Also dann bist halt du dran mit deinen 22 Ups. No. Moment. Ich mach jetzt nicht denselben Fehler wie du. Siehst du? Komm her! Mein Pilz! Guck! Nicht falsch! Halt, stopp! Jetzt rede ich! Verstanden? Er will aber nicht. Halt, stopp! Marco, first try for the win! Ja, dann mach mal das hier. Ah, so. Das krieg ich gebacken. Ja, toll, so hätte ich es auch geschafft. Einfach drüber rennen. Nein, du wärst wahrscheinlich gegen den Start gestiegen. Nein! Ich weiß, was ich machen muss. So! Und die anstarren. Der eine guckt sogar weg. Nein, zwei gucken weg. So, nein! Boom! Luigi ist da! Er wird dich ficken. Und wenn er fliegen kann. Der hüpft! Er ist ein Kackbuhn. Der ist so ein Kackbuhn! Ja, so wie du geohnt wurdest, aber okay, da war Eis. Ja, endlich ist die Eiswelt weg. So, Markus, darfst du das richtige Kastel machen? Laber keinen Scheiß. Hast ja 5 Arps. Warte, schau mal, ob du ein Item hast. Ja, hab ich, hab viele. Nein, das überspringen. Das wäre relevant, das hab ich. So, und safe. Hallo. Oh, ein Maulwurf. Ja, gut, okay.
Willst du einen auf seriös machen oder einen auf sentimental? Ich werde jetzt einen auf beides machen. Verbalen Zerstörer machen. Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch! Hu, ha, hi, hey, hu. Seit wann ist ein Castle ein Luftschiff, Mann? Nein, nicht die Teile, ich kann das nicht. Du kannst drüber hüpfen. Bist du? Alter, warum ist der jetzt nicht gehüpft? Wieso Alter, bist du? Alter, die Anziehungskraft, der ist so fett, oder was? Nein, du musst sofort immer hüpfen, Mann. Auch im Voraus ein bisschen denken. Ja, ich hüpf doch sofort. Einfach am Mühlrehl, okay? Nein! Und safe. Nein, ach so, das sind nur die Teile. Ja, klar, egal. Safe. Du Fettsack, warum springst du nicht? Marco, nicht rage werden. Nein, das wird. Ich hab übelst die Verzögerung bei diesem Teil. Ja, klar! Marco! Scheiß Erdanziehungskraft, der Fette soll doch nur wieder auf die Erde fallen. Im Super Mario Bros. 1 sogar, da spiele ich Luigi. Ja, kannst du machen. Highlightler, ganz ehrlich. Sorry. da spricht wieder der alte Nazi. So. Ja, und jetzt? Achso. Einfach in die Lücke da rein. Ja, natürlich, du Verräter. Nein, du musst nicht in die Lücke, da gibt's kein Ende. Du bist einfach nur versehentlich nicht drauf gelandet. Jetzt! Ach so! Jetzt okay. Machst du es normal und diesmal hüpfst du nicht hoch. Du kannst die Sprungtaste auch nur kurz drücken. Ich mach's viel schlauer als du. Nicht schlecht. Kann ich da drauf? Nein. Nein. Keine Chance. Okay, es gibt dir zwei Möglichkeiten. Entweder ja, Feuer. Oder du opferst deinen Pilz. Pilzopferung. War das ein Item? Nein. Das ist kein Item. Okay. So, Marco, safe for the win! Hallo, ich hab schon so lange nicht mehr gegen einen von diesen Kackbuns gekämpft. Ach, das ist ein Kackbun. Hab ich ihn jetzt getroffen? Safe! Du hast ihn einmal getroffen. Wenn die Bälle mich treffen, sterbe ich dann? Ja. Cool. Safe! Fuck! Okay. Keine Angst, du hast immer noch die zwei Schläge. Safe! Gehen die auch mal weg? Nein! Triff ihn einfach! Nein! Das war Selbstmord. Marco, er hat irgendeine Schwachstelle, also da gab's eine Stelle, wo er frei war. Ja, ich weiß doch, er muss jetzt, einfach nur jetzt herkommen. Jetzt hier. Ja, ich weiß, sobald er herkommt. Ja, klar! Nicht hochhüpfen! Ich muss hoch. Lern mal aus deinen Fehlern! Und tschüss. Siehste? War doch nicht so schwer. Naja, wie man es nimmt. So, aber du kriegst jetzt Powerflügel. Nicht so wie ich, wo ich keine bekommen hatte, dank dem Tod. Also ich habe 2 P-Flügel. Aber ich warne diesen Tod. Und wenn Marco jetzt Powerflügel kriegt, dann hat er schon 3. Ja. Gib ihm keine Powerflügel. Gib ihm keine Powerflügel. Ich schwör's dir, Tod. Wenn du ihm Powerflügel gibst, ich schlage deinen Vater erneut zusammen. Erneut? Ja, damit. Okay. So. Ja! Komm schon, ey! Du gibst den Powerflügel, aber mir nicht! Ja, ganz ehrlich, ich hab's nötig! Nein, nicht die Welt! Auf diese Welt habe ich Angst! Auf diese Welt habe ich Angst! Das ist auch kein deutscher Satz, Shoro! Nein, vergiss halt! Das heißt, vor dieser Welt habe ich Angst! Okay, vor dieser Welt habe ich Angst bekommen! Ist es nur nach oben gelevelt? Nach oben, ja! Ja. Aber ich mag dieses Level nicht. Alter, ich sterb an den billigsten Kack. Gegner Mario ist doch so ein Fettsack, er kann nicht rutschen, der bleibt im Boden stecken. Und was? Ja, aber willst du etwa, dass er rutscht? Wow, warum laggt es so? Wüsste ich auch gern, ich hab grad ein bisschen lag, egal, es hat sich wieder gelegt. Wenn es nachher asynchron wird, dann muss ich erstmal wieder. Ja, musst du wieder rumschneiden. Ging's in den letzten Parts eigentlich meine Rumschneidkünste oder muss ich sie verbessern? Ja, die ging ein bisschen besser. Also, es gab nur eine Stelle, wo ich ein bisschen früher geredet habe, aber sonst war es eigentlich okay. Boah, Marco, das war jetzt Glück. Ja klar, also ich dachte. So stirbst du. Ja, ich habe gedacht, ich komme jetzt von oben auf diesen Typ herunter. Nein, du musst jetzt einer dieser Röhre nehmen. Ich weiß jetzt nicht, welche richtig ist, also mach mir jetzt da mal so ein extra Safe. So. Fail! Egal, wenn man eine 50% Chance hat, dann tut man 90%.
falsch wählen. Und warum genau hast du Angst vor dieser Welt? Es gibt ein Level, das zum Kotzen ist. Na toll. Das ich kann mir das nicht erklären, wie ich sowas immer hinkrieg. Das ist einfach overpowered. Du kennst das Spiel nicht richtig. Du hast den Blind-Modus. Bonus. Schon wieder! Ich hab einfach... Nein, ich hab diese Verzögerung. Du hast Facebook an, ich hab's gehört. Ich weiß. Schon wieder. Nein. Ja, ich komm da nicht hoch. Du musst dagegen rennen auch noch. So. Ich save jetzt mal zur Sicherheit. Also bei dieser Welt, da ist es uns jetzt scheißegal mit First Try, so. Das ist einfach nur scheiße. Das kann sogar ich sagen. Na toll. Keine Angst, die zweite Röhre, da gibt's keinen. Aber die dritte dafür. Ja klar, hey, normalerweise kommen die nicht raus, wenn man da steht. Ja, du musst auch gegen die Röhre latschen. Bist nicht gegen die Röhre gelatscht. Ach so. Hoffentlich ist das so, sonst sag ich mich selber aus. Dann wollen wir doch mal. Du Wichser. Toro, bist du blöd? Ja, nein, ich vertraue dir nie wieder. Du Fettklops. Warte mal, kann ich da so hoch? Nein. Nein, aber Vorsicht, du musst jetzt schnell sein. Tja. Nein! Da! Das ist asozial. Ja, aber komm. Da werde ich nie durchkommen. Ja klar, sag mir das doch. Du bist jetzt auf die Note drauf. So, jetzt habe ich dir gesagt. Safe. Was, ich kann da außen rum? Aber das bringt nichts. Obwohl, mach das mal außen rum. Ich möchte jetzt mal was sehen. Ja, super. Ja, das ist sogar das erste Level ist echt schon zum Kotzen. Daher habe ich auch Angst. Am Anfang war es ja noch cool, aber jetzt ist es asozial. Ey, alle Levels waren fast asozial. Nein, dieses Level am Anfang ging das. Ey, jetzt du. Nach links, Mann, du gehst immer automatisch nach rechts. Ja, ich weiß. Wenn man vom Safe State aus auf diese Blöcke kommt, dann failt man erstmal eine Runde. Und was will ich jetzt hier? Ich save jetzt mal kurz. Jetzt geh mal kurz nach unten. Und spring mal. Ich komm doch nicht hoch. Kein Whistleblock. Okay, dann möchte. Ich komm da auch nicht mehr wieder hoch, das ist das Problem. Okay. Es gibt etwas, was ich jetzt mal. Kannst du vielleicht dagegen rennen und gleichzeitig in die Röhre reingehen? Mm-mm. Na gut. Ich hoffe, ich hab's jetzt nicht gesaved. Das wäre peinlich. Okay. Nein, du Fetter! Safe. Jetzt, Alter, ich hab diese Verzögerung. Er springt einfach nicht. Er springt nicht. Marco, du bist jetzt bei dieser Röhre da, wo das eigentlich drauf ja, sein Ja, ich weiß. Das kommt die? Nein. Jetzt! Ja klar, jetzt springt er, wenn ich gegen die... Egal, ich mach's anders. Einfach früher auf die Sprungtaste. Ah nein, es geht nicht. Ich wollte einfach so hochjumpen. Ja, aber da spring ich gegen die Wand, Mann. Spring jetzt einfach. Ja, guck. Ja, versuch noch ein bisschen nach rechts zu gehen. Ich meine, du gehst immer eiskalt nach links. Ja, ich versuch's. Ja, keine Ahnung. Aber ich hasse das auch immer. Ich zittere auch immer, wenn ich bei solchen Blöcken bin. Ja, vor allem, weil ich diese hässliche Verzögerung gerade habe. Jetzt! Save das! Ja, hab ich. Ja klar, natürlich, es war der letzte. Oh Gott, war's doch nicht. Es geht noch weiter. Safe. Toll. Und jetzt? Töten. Ja, und jetzt, ja. Keine Chance. Ich sag, töten, aber du musst auch irgendwie vorbeikommen, ohne dich schnell abzuschießen. Ja, das ist das Problem, ja. Ja klar! Sag mir das halt. Du musst selber sehen, wo du stehst. Ich mach's jetzt anders, ich gehe wieder zurück. Aber der kommt. So, jetzt sind die nämlich wieder da hinten. Was? Petro! Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hab's gesaved. Ja! Du Missgeburt! 14 Minuten! Umsonst! Umsonst! Okay, Joe, dann race da mal durch. Ja, ich warte, jetzt werde ich durchrushen. Rush-Modus! Du hast nichts gesehen. Ja. Du hast echt nichts gesehen. Es war eine Illusion. Du bist in meinem Genjutsu drin.
Moment mal. Wäre es lustig, wenn er jetzt in dem Whistle-Coin-Block wäre. Alle! Alter, ich bereue dieses Let's Play immer mehr. Ja, wir sind über Mario Brothers zocken, wo wir einfach nie wieder zurückkehren können, sondern wenn wir komplett beide sterben, wieder von vorne anfangen müssen. Ja, aber Mario Brothers 1 ist einfach. Ja, trotzdem, ich meine, vielleicht haben wir auch da wieder so eine Verzögerung. Was würdest du dann sagen? Dann würde ich heulen. Egal, ich habe ja gesagt, die ersten 7 Welten werde ich komplett durchfällen, aber in der 8. werde ich upskillen. Vielleicht. Alter, hüpf! Sag ich doch, was habe ich gesagt? Und jetzt... Nein, mein Controller, ey, der spackt grad. Ja, merkst du was? Stell dich an den Rand, ja. Wow! Das nennt man Skill. Alter! Und das nennt man Blödheit. Blödheit. Ich versuche das jetzt immer noch im First Try. Ja, bis dahin bin ich auch im First Try gekommen, aber jetzt habe ich tot gefailt, du Wichser. Du scheiße Wichser einfach nur. Hallo! Wollen wir spielen? Der hat mir den Moment zerstört. Du versuchst das übrigens schon im dritten Versuch. Du bist ganz am Anfang auch noch gestorben. Stimmt. Oh. Ach, da kam man einfach hoch. Hätte ich das doch gleich gewusst. Ich hab das auch nicht gewusst. Na toll. Schade, jetzt wäre geil gekommen, wenn eine Piranha rauskäme und ich getötet hätte. Ja, jetzt kommt doch so ein Hammer, Bruder. Joro, chill mal kurz. So, da sind wir wieder. Ich musste gerade cutten, sorry. Nicht die! Falsch, wieder zurück. Ein Level kriege ich vielleicht noch hin. Ja, vielleicht. Ich weiß ja nicht mal, welches Level jetzt als nächstes kommt. Erst wenn ich den Anfang sehe, kapier ich's. Na dann. Ja, durchsterben! Ist es das? Ja, ist einer der Levels. Okay. Der hat noch auf deinen Arsch gewartet, siehst du nicht, wie... Ja, wie der Kettenhund damals. Ja. Oder diese eine Kuh aus Mario Kart, wie... Nein, die Kuh, die hat aber auf deinen Arsch gewartet. Nein, sein Arsch hat mich attackiert. Ja klar, die Kuh, sein Arsch. Du redest halt, als wäre das ein Lebewesen, irgend so ein männliches Etwa. Natürlich. Und wie soll man... Du weißt ja... Safe, so. Und wie soll ich das jetzt hinkriegen? Einfach am Rand stehen. Oder durchrushen. Ja klar! Hey, Leben, Mann, behalt mal deinen Pilz. Okay? Brauche ich den. Ist das so wichtig? Wenn du überleben willst, schon. Es gibt eine viel schlimmere Stelle. So, ich hüpfen! Nein, nicht darunter! Wäre das der Tod? Nein, aber... Dort geht's weiter. Weiter. Nein! Okay, Marco, dann geht's... Was? Alle Blöcke aktivieren, Blöcke aktivieren. Das ist so ein Backtracking-Scheiß. Ja, wie komme ich da wieder? Ja, klar. Ah, der Koopa ist dann... Warum brauche ich alle? Ich kann doch hier. Nein, du musst dann die Röhre da links nehmen. Denn jetzt geht's unter Wasser und du musst wieder nach links schwimmen. Und für was brauche ich die Blöcke? Nimm die Röhre da. Weil es ist eine Art Brücke. Weil ohne wärst du da eigentlich nicht vorbeigekommen. Ach so, so ist das Level aufgedacht. Wetten, ich fall da rein. Wetten? Ja! Wow! Safe, das verdient jetzt ein wundervoll Porträt. Das ist Porträt wert, ey, safe. So schade, kein Screenshot machen oder so. Alter, wie lang denn noch? Ja, klar. Ah, siehst du? Er hat dich gefressen. So, aber achte, die Feuerbälle sind hinter dir. Ja, toll. Jetzt bin ich tot, jetzt bin ich ganz ehrlich tot. Eigentlich nicht, du musst es nur... Ja. So, Steve! Moment, nein, das ist asozial, das ist asozial. Du musst nur ein bisschen Anlauf nehmen und hoffen, dass deine Piranha da rechts weg ist. Kann der da jetzt hoch? Ja! Moment. Irgendwann kommt er hoch! Siehst du, der hüpft! Die Röhre! Die Röhre da unten! Welche? Ach, die da unten! Oh, sag mir das doch gleich! Bitte, ich hab dein Safe nicht, ich hab dein Tod nicht gesaved! Bitte, fuck you! Du verfickter Pissknecht! So asozial ist das Level nicht. So. Ich sehe das Level jetzt einfach mal als Marco hat es erledigt. So asozial ist das Level nicht mehr. Nein, die Welt allgemein. Die Welt allgemein ist asozial. Nom! Sterb! Ihr werdet jetzt
alle bereuen, was Joro, ich möchte dir ja keinen Zeitdruck machen, aber wir haben schon 20 Minuten, also du solltest... Was? Was mache ich da? Was? Es geht da weiter? Ja, warte, hoffentlich bringt mich das jetzt nicht zu einer Sackgasse. Das ist schön. Ach, so lang nach rechts. Ja, da kannst du hoch, da bin ich vorher hoch. Na, ich geh zuerst da, die Brücke bauen. Moment, wieso nicht gleich so? Du Wichser. Du Wichser. Nee, ich hab das doch jetzt auch erst jetzt realisiert. Das war alles Verrat. Du arbeitest mit Bowser zusammen. Nein, ich heiße ja nicht zufälligerweise Okram und bin an dem Terrarium der Endboss. Doch, tust du. Und du konntest ihn nie besiegen. Du auch nicht. Ja, ich habe ja auch noch nie bekämpft. Du bist Okram. Ich weiß, wie kann ich mich auch selber besiegen? Bei Drecks-Controls macht es wieder dieselben Fehler. So, diesmal hüpfe ich und dann laufe ich weg. Boah. So. Alter, ich hasse das. Backtracking. Also, da kann ich ja schon mal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr das gerne, yeah, mit einem Daumen nach oben, einem Favorisieren des Videos, einem Verbreiten des Videos, einem freundlichen Kommentar, wie ihr diese asoziale Welt findet, oh, und beim Abonnieren unserer beiden Channels begutheißen, würde uns sehr unterstützen und freuen, und wir sehen uns dann zum nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Fail in Welt 7. Ja. Gut, das war's dann. Bis zum nächsten Part. Ja, und